Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Metroid Prime. Mal wieder und mal wieder von dieser Stelle vor allen Dingen. Ne? Immer wieder von dieser Stelle gefühlt. Und immer wieder werden mir hier die eingehenden Scandaten abgegeben. Und man denkt sich so, ja, warum geben sie ihm die eigentlich noch? Ne? Macht das Sinn? Der rafft's doch eh nicht. Der ist einfach zu dumm. Und ja, eventuell bin ich wirklich zu dumm. Aber Der Tipp war wieder real. Ich weiß jetzt Bescheid. Nenne ich es jetzt mal. Ja, ich würde sagen, komm ich. Ja, doch. Ich weiß einigermaßen Bescheid. Und ich möchte euch auch etwas sagen. Ich habe es natürlich auch gesehen, ne? Das komische Vieh da unten. Das habe ich logischerweise gesehen. Ich bin ja, auch wenn es vielleicht in den letzten Tagen hier in diesem Spiel so wirkt, nicht total dämlich. Ne? Ich krieg ja das Nötigste doch hier und da mal mit. Aber das Ding habe ich halt vor Ewigkeiten mal gescannt und ich habe mich nicht mehr erinnert. Das ist das Problem, ne? Ich will es nicht Let's Play Fluch nennen, weil es ist einfach ein ganz normales Standard-Let's Play Problem, das man so hat. Vor allen Dingen, wenn ich das hier so tagtäglich mache, dann ist das alles immer sehr, sehr lange her und ich erinnere mich dann nicht mehr und dann kommt es halt zu derartigen Fehlern. Das ist leider so, ne? Das ist leider so. Die Kugel würde er nämlich auffressen. Und das wusste ich nicht mehr. Schlicht und ergreifend, das wusste ich nicht mehr, Leute. Jetzt kann ich das Ding hier mit Power versorgen. Lächerlich eigentlich, ne? Absolut. Lächerlich, gar kein Problem, kann man drauf kommen. War mir in dem Moment aber leider Gottes nicht möglich. Oh, das ist auch noch zeitlich. Ist egal, ich bin drin. Die Dinger sind aktiviert. Sie sind endlich aktiviert und keine Ahnung, in der Komplettlösung, in der ich geguckt habe, wurde das halt irgendwann mal scheinbar gemacht. Aber die Stelle muss ich halt verpasst haben. Und dadurch wurde es für mich unmöglich, hier hinzukommen. Weil ich mir hier immer auch noch nicht sicher bin, wie ich das aufmache. Kann ich doch gar nicht öffnen. Ach, ihr wollt mich doch jetzt nicht machen. Also, nein, bitte nicht. Lieber Gott, bitte nicht. Ein neuer Eintrag, Technologie. Der Sperrmechanismus ist aktiv. Zur Entriegelung muss das Gebiet gesichert werden. Ach so. Okay, das Gebiet muss gesichert werden. Wo sind denn hier noch Gegner? Das Gebiet muss gesichert werden. Also das ist jetzt schon eine klare Ansage, ne? Hier muss es also irgendwo noch Feinde geben. Ach Mensch, das ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch auch einfach nicht wahr, dass es daran jetzt scheitern muss. Dass hier sich wo sollen sich hier noch Gegner befinden? Hier würde ich den Raum ja verlassen. Das ist es offenkundig nicht. Wow, also dieser Raum ist halt ein nicht enden wollendes Rätseln, so wie es aussieht. Es endet einfach nicht. Die Probleme da drin. Aber da ist doch auch kein. Ich meine, die sind ja alle getötet. Der Rest war halt auch eigentlich down. Aber der Eintrag ist klar und deutlich, ne? Würde ich halt schon sagen. Der Eintrag ist klar und deutlich. Es könnten maximal hier die beiden gewesen sein. So, das Problem ist halt, ich möchte das Ding jetzt auch eigentlich nicht öffnen, wenn nicht hundertprozentig sicher ist, dass alles geklärt ist. Und wenn das gleich nicht geklärt ist, dann bin ich auch an dem Punkt, wo ich glaube ich, ja, dann hau ich bald in den Sack, ne? Hau ich bald echt in den Sack, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ich würde aber fast sagen, die Tür wird jetzt nicht geöffnet sein, oder? Das kann man doch keine Sequenz oder so, nö.
Die ist da immer noch genauso gesichert wie im Vorfeld. Und irgendwelche feindlichen Aktivitäten sehe ich hier eindeutig nicht mehr. Wobei, okay, man könnte jetzt sagen, nee, wobei, der ist ja auch down. Dieses Vogelfieh ist ja down, ne? Ganz offensichtlich. Das haben wir platt gemacht. Nee, ach nee, es ist wieder da, okay. Vielleicht zählte das. Als letzter Gegner, der noch im Raum ist. Nö, also angeblich ist das Ding immer noch verschlossen. Gut, ich mache hier nochmal. Nochmal offen, gucke dann nochmal unten, aber. Ich bin mit meinem Latein echt am Ende. Der Raum macht mich fertig. Das Spiel war ja bis jetzt cool, ne? Aber. Durch diesen Raum hier bin ich fast gewillt zu sagen, ey, es ist doch nicht so cool, das Spiel. Gut, ich bin auch immer noch ein bisschen doof, aber jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo ich auch sage, es liegt nicht mehr daran, nicht mehr nur daran, dass ich doof bin, sondern hier sind ja offenkundig noch andere Probleme. Es ist halt... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Ich verstehe das nicht. Ist hier noch was? Ist das hier ein Extraweg? Das ist ein Extraweg, wa? Scheint so. Okay, das ist offenkundig ein anderer Weg. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber hier ist halt noch nur eine Vorrichtung. Nee, die. Also ich. Okay, nächster Versuch. Nächster Versuch. Wir beginnen das Ganze nochmal. Von vorne, so wie es aussieht. Das geht halt auch immerhin relativ unproblematisch von da aus. So. Ich meine, der zeigt mir das ja auch tatsächlich, ne? Der zeigt mir das hier ja auch. Und wenn ich das jetzt anmache, dann geht's aber, ne? Dann haben wir Blau und Schlau endlich gelöst. Nach Jahren. Ja, ist okay. Scheint so. Danke, lieber Gott. Danke. Okay, es hätte mir gleich. Mir hätte eine gewisse Sache auch komisch vorkommen müssen. Und zwar. Dass ich das noch aktivieren muss, weil bei meinem Komplettlösungsding war das halt schon aktiviert und da gab es auch kein Zeitlimit oder so. Das hätte mich vielleicht stutzig machen können. Es geht weiter. Meine Fresse. Bitte nie wieder, ne? Okay, jetzt geht's hoffentlich ein bisschen besser voran. Schätzen wir mal. Also viel schlimmer kann es ja jetzt eigentlich nicht mehr werden, ne? Eigentlich nicht. Was haben wir da Feines? Okay, das ist ja. Nö. Ihr seid nicht wirklich der Rede wert. Boah, ich bin so froh, dass das endlich vorbei ist. Mein Gott. Das sieht mir hier aber nach potenziellen Missile-Container oder sonstigen Shit aus. Auch wenn noch nicht so hundertprozentig klar ist, das ist wieder so ein weißer Weg, können wir nicht nutzen. Da oben ist jetzt auch nichts. Hier sehe ich jetzt auch nichts. Wir können da mal
Wir gönnen uns den Scan, ne, natürlich. Vor allen Dingen, neuer Eintrag von dem Bereich des Chozo vorgenommen. Chozo in Schrift entziffert. Was nur ist diese Pestilenz, die von einer fernen Welt stammen muss, die das Leben in ihrer blinden Gier nach Zerstörung aussaugt? Und von wo entstammt der Meteorit, der sie hierher brachte? Ist er das Werk fremder Mächte? Oder ist er ein treibender Brocken eines Planeten, dem ein schreckliches Ende widerfuhr? Unsere Seelen sind geplagt von Angst angesichts des Gedankens, dass vor langer Zeit in einer fernen, unentdeckten Winkel des Universums womöglich ein gesamter Planet von dieser Größe Seuche, von dieser großen Seuche eingehüllt war. Welche Verheerung mag diesem, dem Untergang geweihten Ort widerfahren sein? Und was mag nur sein, wenn weitere Meteoriten ihre todbringende Fracht in andere, ferne Stellen des Universums tragen? Wir halten fest an der Hoffnung, dass dem nicht so ist. Hoffen wir, dass die einzigen Überreste dieses verheerenden Bösen hier landeten, auf Talon 4. Denn dann zumindest besteht Hoffnung, dass es ausgelöscht werden kann. Naja, also ich würde fast sagen, Fun Fact, die haben es aber im Endeffekt nicht geschafft, ne? Weil ich sehe hier keine Chozos. Die einzigen Chozo, die ich bisher gesehen habe, waren Geister und die sind offenkundig tot. Ziemlich offensichtlich. Das ist, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Schade. Schade drum. Was sagt eigentlich meine Map? Wo befinde ich mich? Ja, gut, okay, wir gehen so ein bisschen. Bisschen scheinbar in die richtige Richtung. Minimal. Was sagt mein Scanner? Scanner sagt. Vorerst nichts Wichtiges. Hier ist es relativ offensichtlich, wenn ich jetzt noch die richtige Taste finde. Es war die B-Taste, okay. Wo möchte ich denn hin? Da gäbe es halt die Tür. Und ansonsten... Sehen Sie da eigentlich nicht viel, ne? Komme ich denn da so? Ja, ich komme auf jeden Fall drauf. Und hier sind, okay, jede Menge Chozo-Shit. Und eine Möglichkeit weiterzukommen. Aber so ein bisschen was über die Story möchte ich halt schon mitkriegen, weil es ist ja auch ganz... Ist ja eigentlich doch einigermaßen interessant, ne? Ja, machen. Viele der Chozo sind gesegnet mit der Gabe des Sehens. Und es werden immer mehr. Nun, da wir annähernd in perfekter Harmonie mit dem Universum leben, unser Blick ist nach vorn gerichtet. Wir erkennen die Prophezeiungen in den Wellen des Wassers und lauschen der Kunde, die der Odem des Windes an unsere Ohren trägt. Doch obwohl wir die Gabe des Sehens feierlich begehen, sind die Verkündungen oftmals dunkler Natur. Die grauenvollsten Prophezeiungen künden von der Ankunft des Wurms. Geboren aus Parasiten, genährt in einem vergifteten Mutterleib, wächst der Wurm heran und verzehrt alles Innere, bis die Welt zu verfaulen beginnt. Nicht alle Prophezeiungen bewahrheiten sich für wahr, und dennoch können wir nicht anders, als diese dunkle Vorzeichen zu fürchten. Ja, macht Sinn. Wenn ich das hören würde, würde ich mir auch erstmal denken. Ich würde es für Blödsinn abtun, ne? Das ist klar. Aber im Endeffekt, man weiß nie. Niemand weiß, ob unser Tempel, die Wiege, sich als machtvoll genug erweisen wird, dieses Böse auf ewig einzuschließen. Noch schirmt er unsere Welt vor dem Übel in der Tiefe. Wir vertrauen darauf, dass die Macht des Signums, welcher aus den 12 Artefakten gefertigt ist, groß genug ist. Das Schicksal dieser Welt hängt von demjenigen ab, der die Artefakte vereint, der einst wieder vereinen wird. Die Zeit des Auserwählten kommt und sie nähert sich mit großen Schritten. Der Auserwählte bin ja ich, ne? Also irgendwie. Schauen wir mal. An den Auserwählten, solltest du je diese Zeilen erblicken, so waren unsere Hoffnungen nicht vergebens. Dein Pfad ist voller Gefahren. Unbeschreibliche Monstrositäten lauern in den Schatten. Ausgehungert und nach Beute jagend sind sie bestrebt, der giftgenährten Gier nachzukommen, welche in ihren Körpern wütet. Manche von ihnen mögen begabt sein, dennoch sind sie geblendet ob ihrer Boshaftigkeit. Auf die Verheißung der großen Seuche vertrauend, sind sie bestrebt, diese zur Verwirklichung ihrer eigenen Ziele zu missbrauchen. Es sind jene, von denen die größte Gefahr ausgeht.
Bist du der eine, welcher das Universum von der Geißel dieser Kreaturen befreit? So musst du wahrhaft der Auserwählte sein. Okay. Cool. Leute, wir sind so fucking auserwählt, das ist schon gar nicht mehr in Worte zu fassen. Wie auserwählt ich mich auch gerade fühle. Es ist nur noch die Frage, kriege ich hier auch wirklich Progress, der eines Auserwählten würdig ist. Ne? Das wäre sehr nett. Und vielleicht noch so 1, 2, 3, 4 Missiles oder Energiepünktchen? Nein, gar nichts. Das ist traurig. Schlicht und ergreifend traurig. Okay, das sieht anstrengend aus. Okay, das sieht aber auch deutlich... Oh nein, Chozo-Geister. Moment. Mit Chozo-Geistern kann ich umgehen. Gar kein Problem. Ich muss ihn halt nur erwischen. Gar kein Problem. So ein lausiger Chozo-Geist ist halt gar nicht mal der Rede wert. Ich habe schon mit wesentlich mehr gekämpft. Es könnte auch sein, dass man... Kann es sein, dass man diese Stelle zuerst finden soll? Ist das theoretisch möglich? So, dass man erstmal auf einen Chozo-Geist trifft, anstatt gleichzeitig auf drei. Wow. Würde ich halt nicht für komplett verkehrt halten. Naja. Und jetzt? Da sind drei Wege aufgegangen. Hier sind noch jede Menge Türen. Diese Tür ist weiß. Da kann ich nichts machen. Da weiß jedes Kind. Diese Tür ist ebenfalls weiß. Da kann ich auch nichts machen. Kannst du mich denn jetzt... Willst du mich jetzt woanders hin? Eventuell? Nee. Okay, und das haben wir angemacht. Okay. Okay. Hier ist eine Magnetschwebebahn. Wie gesagt, das kann ich nicht öffnen. Was sagt mir das denn? Chozo-Inschrift. Die Halle der Ältesten. Achso, das ist nur so ein... Die Halle der Ältesten. Cool. Cool, cool. Aber weiter. Abnehmer zum Einfangen und Sammeln von Sonnenenergie. Ein eindrucksvoller Anblick. Das gilt dann wahrscheinlich für alle, diese Dinger. Sonnenenergie. Wie komme ich denn da hoch? Ist doch ein klares Ding, dass ich da... Dass ich da hoch soll, oder nicht? Das ist also offensichtlich. Neuer Eintrag, Chozo. Jenes, was in weltlicher Gestalt gebunden ist, vorübergehender Natur und vergänglich, seine Existenz ist auf eine Dimension beschränkt. Es bleibt zerbrechlich, verletzbar und letzten Endes die Beute des Todes. Und dennoch obliegen nicht alle Wesen diesen Gesetzmäßigkeiten. Ungebunden an eine feste Gestalt warten jene Ausnahmen außerhalb des Reiches normaler Wahrnehmung. Sie erscheinen erst bei Ankunft eines Wesens, das ihre Präsenz spüren kann. So ist der Wille der Chozo. Wir wünschen uns nichts sehnlicher als zu sehen, wie die Dunkelheit, die immer tiefer in den Planeten eindringt, ein Ende nimmt. Jedoch ist der Wille der Chozo nicht von Geist oder Vernunft beseelt. So liegt es am Auserwählten, sich dieser Aufgabe zu stellen. Ja, das ist alles wunderbar, wunderschön und auch mehr als toll. Die Sache ist nur die... Dass ich... Oh, dass ich hier doch wahrscheinlich hochkomme, ne? Easy! Okay, Entschuldigung. Es sah nur so aus, als würde dies... nicht so ohne weiteres gehen. Auf der anderen Seite...
komme ich in die Dinger auch nicht rein. Wobei, warte mal. Ha! Wobei ich mir da auch nicht sicher bin, das klappt doch trotzdem nicht, oder? Klappen denn die anderen? Ich bin mir nicht sicher! Wir werden es sehen. Okay, die anderen funktionieren jetzt erstmal nicht. Ist hoffentlich kein allzu großes Problem. Ein neuer Weg hat sich geöffnet. Moment. Kann das wieder... Na, dreh dich. Läuft es immer hier rüber? Dass es nur dann geht. Okay, und die Teile sind halt wieder an. Das ist, schön. na, mal lieber hier. Schutzschild außer Betrieb. Vorsicht in Fensternähe. Welcher Schutzschild denn? Na, egal. Wir gehen da rein. Offenkundig soll ich hier rein. Alles andere wäre doch irre. Abflussdeckel hält stand. Wasserstand des Beckens bei 95% gehalten. Ah ja. Ah ja. Okay. Da oben wäre eine Tür, zu der ich nicht kann. Du Typi hier. Könnte es mich theoretisch fressen, wirst es aber jetzt wohl nicht tun, so wie es aussieht. Ah. Ah. Okay. Und jetzt? Genau, jetzt würden die mich auch fressen. Ah ja. Ah ja. Er tut so, als wüsste er was, was hier abgeht, ne? Ja, ja, man kann auch mal... Man kann das auch mal so tun, ne? Ich halte das für legitim. Hat das jetzt was gebracht? Muss ja. Muss ja eigentlich, ne? So normalerweise... Sollte das jetzt einen gewissen Zweck erfüllt haben. Wir können halt auch noch mal. Da mich das gerade so gefühlt anlächelt. Versuchen, hier hochzukommen. Da ist nämlich auch noch... Da sind auch noch welche. Eventuell... Ist das sogar gefordert. Das Ding ist halt nur, ich komme da nicht hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es muss. Na komm. Ich weiß es halt nicht. Also ich denke schon, dass ich da hoch muss, ne? Die Frage ist nur wie. Kann ich mogeln? Nee. Ah. Kannst du nicht mogeln. Eher falle ich da wieder raus aus dem Ding. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich höher komme als so. Vorher verkacke ich es eher. Weil wir es auf der anderen halt auch höher geschafft hatten. Nur noch ein kleines Stück. Dann. Ich wollte gerade sagen, dann müsste er dich fressen. Dann bist du oben. Dann bist du oben, Wollo. Dann müsste es ja auch gut möglich sein, das gleiche bei dem anderen hinzukriegen, ne? Machen wir das hier auch noch.
in der Hoffnung, dass es mir was bringt. Komm schon! Hör! Okay, danke. Danke. So, ich habe alle Viecher besiegt, ne? Das ist eindeutig, ja? Okay. Wir sagen ja, hat er. Wir sind uns sicher. Wir sind uns sicher. Und es könnte gut sein. Weil hier ist so ein Einzelraum. Ist es das, was ich vermute? Nein, es ist aber was. Es ist aber was. Es ist progressmäßig. Wir haben den Eisbeam erhalten. Ich drehe durch. Wir haben die fucking Eisbeam-Waffe. Ich flippe aus. Niemand hätte gedacht, dass es jemals passieren wird. Ne? Niemand. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz hier, südlicher Teil, Tal und Oberwelt. Wir gehen da mal hin, in der Hoffnung, dass ich da einen Speicherpunkt finde. Das wäre halt noch ganz nett, wenn ich jetzt zum Abschluss des Videos noch einen Speicherpunkt finde. Dann haben wir tatsächlich Progress gemacht. Kriegen noch einen Checkpoint und... War aber kompliziert, muss ich sagen. Also einfach... Fand ich das jetzt nicht. Will ich ganz ehrlich sein. Einfach... Fand ich das nicht. In der Regel ist es doch so, dass hier irgendwo dann auch in der Nähe... ein einfacher, popliger Platz ist, an dem ich absaven darf, oder? Ich weiß es nicht. Scheint nicht so. Und ganz ehrlich, mit dieser Stelle hier mich befassen möchte ich eigentlich noch nicht. Ich würde sagen, ich suche mir einen Speicherpunkt, Leute. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann und ciao.